Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als das? Bei eurem nächsten Abend diese typische: Hallo, mein Name ist Paul, ja, und das ist mein erster Drink des Abends. Okay. Hallo, mein Name ist Paul und das ist mein zweiter Drink des Abends. Und ich möchte das bitte, bitte unbedingt das nächste Mal sehen. Okay, I try my best. Wenn ihr unterwegs seid. Voll! Anjosche Memes Version 251, nachdem 250 aus dem Internet verschwunden ist. Eure Verschwörungstheorien dazu bitte in die Kommentare. Wir enjoyen jetzt einfach die übernächste Folge. Okay, habe ich nicht mit gerechnet. Ist das erlaubt? Oh mein, das ist nicht erlaubt. That's an illegal move. Der war, ist das erlaubt? Das ist nicht erlaubt. Sehr gut. Ja, aber ist das, aber wie willst du das verbieten? Das ist Materialschwäche. Ja gut, das meine ich. Aber ist das erlaubt bei, wie nennt man das Spiel denn? Ist das immer noch die Reise nach Jerusalem? Jerusalem. Das hat sich nicht geändert. Das hat doch keiner irgendwie. Aktuell würde ich es anders nennen, glaube ich. Ja, eben drum. Gibt also, sonst bestimmt Stress. Ja, meine ich nämlich. Ne? Es hat bestimmt einen neuen Namen. Ja. Aber du darfst doch den Stuhl nicht wegziehen, glaube ich, oder so. Stuhltanz ist gut, ja. Stuhltanz mache ich auch öfter. Ja, gut. Wild. Musical Chairs heißt das im Englischen. Ah. Kein Spaß. Ihr glaubt, das ist geactet, aber es gibt Läden, da kannst du so eine Nummer bringen. Und ich habe damals in der Mittelstufe zwei Freunde gehabt, die sind regelmäßig, Flo, halt dich fest, in den Gruppespassagen klauen gegangen. Und vielleicht erinnerst du dich. Oh, jemand war in den Gruppespassagen klauen. Pass auf. Jeder 14-jährige Flo, pass auf, Flo. Du weißt doch noch, wenn man aus der U-Bahn gekommen ist, ging doch diese halbe Rolltreppe hoch und dann war auf der linken Seite gab es diesen Juwelierladen, die so, ich glaube, Bijou Brigitte war das nicht, aber sowas in die Richtung, die auch so größere Steine und sowas hatten, so Tigeraugen und sowas. Die waren dann gleich auf der linken Seite. Hä, ist da nicht so ein komischer, super weirder Goldankauf? Na, mittlerweile ja, aber früher war da halt. Ach so, da weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Das war zu der Zeit, als alle noch diese Knopftrainingshosen trugen. Und ich war mit zwei Freunden da und die sind da halt regelmäßig klauen gegangen und ich bin einfach nicht mit rein in den Laden, weil ich damit nichts zu tun haben wollte. Und ich schwöre dir, ein Kumpel geht da rein und nimmt sich so einen Stein, Tigerauge, und packt sich das in die Hosentasche von der. Das hat sich genau, ist schlimmer als das, ausgebeult. Und dann kommt er so aus dem Laden rausgelaufen, holt den so raus und zeigt mir den. Guck mal, habe ich mir eingesteckt. Steckt den wieder rein und geht mit dem Ding wieder in den Laden rein und klaut. Weil der Laden war, weiß ich nicht, 10 Quadratmeter groß oder so. Und es hat funktioniert. Ich stehe draußen und denke, das kann doch alles nicht wahr sein, Alter. Was ist denn hier los? Wirklich richtig crazy. Da war ich, weiß ich nicht, 14 maximal. Richtig verrückte Geschichte. Also. Also wir konnten auch mit Einkauf, mit Taschen in den Laden gehen. Ja. Mit so Sporttaschen. Ja. Und hab voll gemacht. Die voll machen und wieder rausgehen. Oh mein Gott. Also, manche Leute geben einfach kein F, ne? Was amazing, but look at that tray. It will not get through the door. Oh nein. Das ist übrigens der Grund, warum ich gerade zu Anne musste. Für alle, die gerade live nicht zuschauen, ich musste ganz kurz meiner Frau helfen, weil meine Frau ist mit einem Schrank im Türrahmen zusammen hängen geblieben. Da musste ich ihr gerade mal raushelfen. Wilde Geschichte. Wow. Hä? Nice. Oh, wie traurig. It's stuck. I can't move. Dicker, das ist ja bitter. Oh mein Gott. Das ist ja bitter. Das ist bitter. Alter, wow. Ich schwöre, das war bestimmt der beste Trick. Das ist Austin Powers Niveau, oder? Ich weiß nicht, was passiert. Naja, bei Austin Powers ist auch mal, wenn er sich auszieht, sich umdreht in die Kamera. Ach so. Oh, ja. Das war ja das beste Position. Oh Gott! FBI, open up. Sofre pra cortar queijo coalho. E o outro aqui derrubando a porra da minha cerveja. You know what time it is? Hä? Was war das? Er hat gerade einfach so einen Block. So ein Block Edamer auf Spieße und dann auf den Grill gepackt? Nee, ich glaube, es war wild. Halloumi und du steckst in den vier Holzdinger. I will try that. Das ist eigentlich voll clever. Nee, ich mach das mit einem Block Käse. Bis zum ganzen Gouda? Das ist gleich den Tag seines Lebens, ja. Geil. Das wirkt gleich. Oh, lol. Was? Oh, der hat wehgetan, glaube ich.
Nee. Das ist super lustig, weil sein Hals so lang ist. Ja, Mann. Das war, it's funny, was it's true. Ja, das mag sie bestimmt gar nicht, oder? Doch, sie findet's voll geil. Oh, Leute, wie sie zugelangt hat. Aber das ist so eine Sache, dass lieben Katzen in Kartons reinbeißen, oder? Kennt ihr so Katzen, die in Kartons reinbeißen und dann so einen geilen Abdruck hinterlassen von ihrem Gebiss? Voll süß. Monty nimmt Kartons komplett auseinander und dann wirklich mit einer Hingabe. Bei Freunden, die hatten so eine Katze, die hat das voll niedlich. Du hast ihr so ein Stück, so eine Ecke vom Karton gehalten. Sie hat so ganz vorsichtig so und hat einmal zugebissen und that's it. Und ich dachte mir so, Skinne fragt gerade, was aßen die da? Dies ward ein Nori-Blatt. Fried. Deep fried. Glaube ich sogar. Muss nicht mal sein. Einfach aus der Packung. Ja. Dreckig. Go! Was ist denn mit seinen Beinen? Nigga, you got a Spectre Gadget Leg! Ja, wirklich, Alter! Dicker, was? Was war denn das? Lol. Was war das? War das Knödel? Ich glaube, es sollte mal irgendeine Form von Dumplings werden. Wow. Aber der Aufpraller, Backbouncer war cool. Krass, auf jeden Fall, dass die Fliese noch heil ist. Wie er ausrastet. Was ist denn mit dir? Digga, warum denn? Ein Film, den ich übrigens der Welt ans Herz legen möchte, wirklich war Slaughterhouse. Okay. Ein mörderisches Faultier. Okay, klingt gut. Klingt gut. Der Film heißt F***ing Slaughterhouse. Was sagt? Euch den. Wenn ihr auf Filme wie Zombieber steht, gebt euch den. Zombieber ist großartig. Ich muss den gucken. Was sagt nochmal der Russe, der dieses Dings hochhält? Was sagt der? Bobabliert, in den er so in den Kreis hält? Wisst ihr, wie ich meine? Hässlicher Bär oder was? Ja, ja, was, ja. Was sagt der nochmal? Ich weiß es leider nicht. Ah, Bobrkova, ja genau. Ja, Kurva, Bobr. Das war genau der Moment hier. Ah, das kann man nicht machen. Bobrkova. Ich liebe den Clip. Für mich ein Meme letztes Jahr, das beste Meme überhaupt. Oh nein. Oh, er hat seinen Schuh verloren. I think I got it. Wow. Wow. Das ist witzig irgendwie. Alter. Nehmen die Oma mit. Wie kann man sich darüber so freuen, dass die Oma... What? Was geht mit ihm, Alter? Wie krass er ist. Was war denn hier? Was soll? Sick Beat. Digga, wo ist Dings hier, wenn man ihn braucht? Mein Gott, scheiße, wie heißt der denn, Mann? Ich hab so Wortfindungsstörung. Der aus jedem scheiß Alltagsgeräusch Musik macht. Mann, Vengeant, dankeschön, Vengeant. Ach so. Wo ist Vengeant, wenn man ihn braucht, Mann? Oh, kill yourself, Alter. Wow. Yeah, I got some fake tulipas. You want? Was war mit ihr? Digga, das muss ein langer Abend gewesen sein. Alter, sie hat auch gar keine Lust mehr zu leben. Ich stürze mich in dieses Glas. Jam! Jam! Okay, die Katze ist schwerhörig, offensichtlich. Hä? The fuck? Oh, Hawking! Ich glaube, das war sehr hoch.
Alter, jetzt geht's ja ab hier. Was ist das denn hier? Nein. Weißt du, was ich zuerst gedacht habe? Ich schwöre dir, ich hatte gerade übelst den Knick in der Optik und dachte zuerst, der Witz, weil er schon so lachte, ist, dass sie reinkommen und hier sieht das durch den Ventilator so aus, als ob jemand durchgebrochen ist durch die Decke und mit seinem Arm jetzt den Ventilator festhält. Siehst du das? Okay, ja, das wäre richtig witzig gewesen. Ich dachte zuerst, das ist so ein Ding. Okay. Aber nee, war es leider nicht. Guck mal, wie groß. Oh. Das ist... Ich habe neulich von unserem Auto auch eine Folie noch entfernt, die da jetzt irgendwie ein halbes Jahr schon drauf war. Findet man immer wieder. Schlagbohrer, ne? Stop it. Get some help. 3, 4, 5 нахуй, 5 смесителей, 5 лампочек, 5 бойлеров. Was ist das denn? Oh. Oh fuck. Ja. Es ist so witzig. Surprising my boyfriend by cleaning his car while he's at work. Oh nein. Schön den Lack wegfräsen. Nein, es funktioniert. Bald. Aua, sehr schön. Beeindruckend. Das ist aber auch seit Jackass zeigen, wird es nicht weniger lustig, wenn Menschen über so Laufbänder laufen. Ne? Ja, das ist einfach ja, absolut, so. 100%. Oh, war das so eine lustige Vertrauensübung? What did he say? What did he say? He told me I had a small dong. Oh! So eine Aktion. What the? Smooth gerettet. Ja, schon. Aber holy, das ging voll über die Nase. Waren das nicht diese 1000 Euro Balenciaga-Schuhe? Ja. Diese komischen... My name is Lisa and this is my first drink of wine this evening. Oh, wow. Paul. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als das? Bei eurem nächsten Abend diese typische Hallo, mein Name ist Paul, das ist mein erster Drink des Abends. Okay. Hallo, mein Name ist Paul und das ist mein zweiter Drink des Abends. Und ich möchte das bitte, bitte unbedingt das nächste Mal sehen. Okay, I try my best. Wenn ihr unterwegs seid. Mit Dennis. Dennis soll auch eine machen. Ja, ja. Bitte. Chung auch, wobei ich nicht weiß, ob das für ihn nicht sogar ungesünder ist. Cool, Bro. Sag gut schon. Schön mit Taper rein. Was? Ja, kurze Katzenliebe-Szene rein. Warum? Dieser Typ macht auf seinem Instagram ausschließlich und nonstop so Videos, wie irgendwas zubereitet wird und schneidet zwischendurch immer irgendwelche, irgendwann wird es dann explizit so irgendwie sich von hinten bumsende Affen und so, halt immer so kurze Clips von Tieren rein, die irgendwie in Anführungsstrichen rummachen. Das ist geil. Absolut weird. Weird, ja, ist schon ein seltsamer Fetisch auch. Oh Mann. Ja, der ist schon vorbei. Freunde, danke schön fürs Zuschauen. Ihr habt ja gesehen, das ist Folge 251. Folge 250 ist im Nirvana verschwunden. Das heißt, ihr findet insgesamt 250 Folgen unserer Reacts auf Unusual Memes wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass wir von 1 angefangen haben, aber wir sollten das vielleicht nochmal nachholen. Wir sollten das einfach weiter behaupten, weil niemand wird das jemals checken. Ich bin mir sicher, wir haben locker mehr als 100 Folgen Unusual Memes bei uns auf dem Kanal, also schaut da gerne mal vorbei. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.